Videobotschaft diese Woche. Und es ist richtig kalt draußen, aber das Schöne ist, die Sonne scheint. Und sie zeigt uns, hey, der Winter ist nicht immer da, sondern es gibt den Sommer und wir wissen das, weil es jedes Jahr so ist. Der kalte Winter wird abgelöst und die nächsten Monate bringen uns wieder Sonne. Das ist aber nicht immer so im Leben, dass wir wissen, was kommt. Im Leben ist es nämlich oft ein bisschen anders. Bei Jesus war es auch ganz anders. Er hat viel Gutes gesprochen, er hat viel Gutes gewirkt, aber keiner wusste so ganz genau, was kommt denn da überhaupt bei diesem Jesus raus. Vielleicht wussten es drei, weil die durften mal einen kleinen Einblick erhaschen. Und das hören wir im Sonntagsevangelium. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn wieder von den Toten auferstanden ist. In dem gerade gehörten Evangelium haben die drei Jünger einen Einblick in die Zukunft, einen Blick auf Ostern, einen kurzen Blick auf den strahlenden Jesus, auf den Messias, weiß und rein, verklärt. Petrus ist dabei. Petrus erhascht einen Blick auf den verklärten Jesus. Von diesem Petrus wissen wir doch noch mehr. Wir wissen nämlich auch, dass er Jesus vor seinem Tod verleugnet. Da hat das Ganze in die Zukunft blicken des Petrus ja eigentlich gar nichts gebracht, denke ich mir. Weil er hat einen kleinen Blick in Ostern bekommen. Er hat ein kleines bisschen gespürt, wie dieser auferstandene Jesus sein wird. Und trotzdem verleugnet er ihn. Ich nehme für mich heute aus dem Evangelium mit, dass es okay ist, dass ich nicht weiß, was kommt. Vielleicht ist es sogar gut, denn ich kann darauf vertrauen. Jesus nimmt mir mein Leid zwar nicht, aber er ist in meinem Leid bei mir. Das ist super. Ich brauche dafür gar keinen Blick in die Zukunft, weil wir haben ja das Wort Gottes, auf das wir heute vertrauen können, aber trotzdem bleibt ja immer noch die Frage, so vielleicht, wie es meine Rallye-Kinder stellen, Frau Hensel, woher wissen wir das denn? Dann sage ich immer, ja, so ganz genau wissen wir es nicht, können wir aber glauben. Und das ist was, warum ich sage, ja, ich vertraue darauf, dass dieser Jesus, der sich damals schon im verklärten Christus gezeigt hat, der gestorben ist und auferstanden ist, dass der es gut meint, dass der mein Leben mitgeht. Und darauf können wir hoffen. Und ich muss auch gar nicht so genau wissen, wie das dann final aussieht. Manchmal muss ich einfach Vertrauen ins Leben haben. So wie das mit dem Sommer ist, nach dem kalten Winter. Ich weiß, dass er kommt, aber so ganz genau ist es in meinem Leben eben anders. Und darauf darf ich vertrauen, dass nämlich auch alles, was bei mir noch nicht so perfekt kalt und vielleicht ein bisschen ungut ist, dass das aufblüht und gut wird. Und deshalb ist mein Gebet heute. Guter und liebender Gott, in deinem Sohn Jesus Christus erkennen wir dich. Wir sehen dich nicht mit unseren Augen, aber wir können dich mit unserem Herzen sehen. Wir fühlen dich nicht mit unseren Händen, aber wir können dich mit unserem Herzen fühlen. Wir hören dich nicht mit unseren Ohren, aber wir können dich mit unserem Herzen hören. Wir wissen nicht genau, wie du bist, aber wir spüren dich in der Gemeinschaft mit Jesus.
Öffne unser Herz für dein Wort, für deine gute Botschaft und stärke unsere Hoffnung auf das Gute, auf dich. Amen. Und ich darf auch noch ein paar Infos geben, und zwar in 3 Wochen, die Woche vor der Karwoche, biete ich ein Fasten nach Hildegard von Bingen an. Alle Infos dazu findet ihr auf dem Flyer und wenn ihr Lust habt und sie gerne dazu anmelden. Außerdem ist am Freitag, am 3.3. um 17 Uhr in der evangelischen Johanneskirche der ökumenische Weltgebetstag. Viele Frauen aus Taiwan haben sich da Gedanken gemacht zum Thema Glaube bewegt. Herzliche Einladung dazu. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen sonnigen trotz kaltem Tag und sage Gottes Segen und bis bald. Auf Wiedersehen.